Ja, das Resultat am Wochenende war nicht gut gewesen. Ja, wir haben es mal kurz wieder analysiert, das Spiel vom Wochenende. Jetzt müssen wir es abhaken und das wichtigste Spiel ist jetzt diesen Samstag gegen Frankfurt. Ja, wir haben gegen einen Gegner gespielt, der sehr gut ist, wo wir wissen, die haben eine hohe Qualität. Ja, wir haben halt Tore kassiert, die wir nicht kassieren müssen. Aber wir haben jetzt eine wichtige Situation, sind halt die nächsten beiden Spiele sind halt ultimativ wichtig für uns und müssen das Spiel jetzt einfach abhaken und nach vorne schauen. Ja, Beauty ist halt extrem wichtig für uns. Hat man ja gesehen in den letzten Spielen, hat immer für uns Tore geschossen. Aber ich würde sagen, wir sind keine individuelle Mannschaft mit individuellen Spielern, wir sind eher ein Team, was sich gut ausgleichen kann auf dem Platz. Und wir haben viele andere, die auch noch zurückkommen, die jetzt ehrgeizig sind und Vollgas geben wollen für die Klassenerhalt. Ich bin jetzt, ich würde sagen, wieder fit. Trainiere jetzt diese Woche mit der Mannschaft wieder. Hoffe natürlich, dass ich spielen kann, wenn der Trainer mir die Erlaubnis gibt. Ja, wir haben viele andere, die auch zurückkommen. Wie gesagt, jeder ist ehrgeizig, jeder will halt das Ziel erreichen. Wir sind jetzt so nah dran und wollen natürlich jetzt das Ziel erreichen. Ja, halt, es war wie bei dem ersten Mal, wo ich hier war. Jedes Spiel war Finale, alle haben uns abgeschrieben. Ist wieder mal ein Finale. Ja, wir haben gezeigt, wir haben eine Top-Mentalität. Vor allem zu Hause, wenn wir zu Hause spielen mit den Fans, sind wir halt sau stark. Und ja, wir müssen halt weitermachen, müssen ehrgeizig sein, aggressiv sein, wirklich mit einer breiten Brust ins Spiel gehen und dann natürlich hoffen wir, dass wir alle drei Punkte dann mitnehmen können. Ja, ich hatte eine Verletzung hinten am Oberschenkel. Dann habe ich gegen Hertha wieder gespielt, war nicht hundertprozentig fit, aber wollte unbedingt spielen. Und dann hatte ich wieder was Neues da rausgekriegt auf diese Verletzung. Und ja, wir haben uns halt entschieden, dass es nicht Sinn macht, wenn ich nicht bei 100% bin. Dann kann ich nicht der Mannschaft helfen und war dann besser gewesen, dann das auszukurieren. Okay, in der Situation ist es halt relativ schwer mit der Situation, die wir haben, mit dem Klassenerhalt. Ja, am Ende war es Risiko und jetzt hoffentlich hat es dann sich auch gelohnt fürs Wochenende. Wie viel Veränderung? Schwer zu sagen, es sind ganz andere Gegner. Also Frankfurt, Bayern, andere Qualität, andere Gegner. Trotzdem Top-Gegner Frankfurt. Ja, wir spielen einfach weiter, wie wir jetzt gespielt haben. Wir müssen halt das Spiel wirklich abhaken. Davor haben wir es sehr gut gemacht in den letzten Spielen. Und wie gesagt, zu Hause mit der Kulisse können wir es packen. Nee, wir haben, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Gute Innenverteidiger, gute Kombinationen. Ja, am Ende kommt es auf den Trainer an, was er entscheidet, was für ihn persönlich am besten ist, wo er am meisten Vertrauen hat. Ich kann mich nur vorbereiten, kann mich nur empfehlen und am Ende hat Herr Reis die Entscheidung. Wie macht es aus? Also auf dem Platz, wir mixen ja eh viel mit der Kombination mit Sepp, mit Kaminski, mit Maier. Ja, jeder spielt gut mit jedem. Wie gesagt, ich kann es nicht entscheiden. Am Ende der Trainer, was er machen will, ist seine Entscheidung. Und wie gesagt, das muss ich empfehlen und das war's. Ja, manchmal ja, manchmal nicht. Ist so halb. Situationsbedingt. Aber halt vor der Presse her, Ralf. Ja. Ja, also zu dem Thema kann ich eigentlich nicht viel sagen. Also wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt wirklich diese zwei Spiele. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Das ist mein großes. Kann sein, dass ich das belastet, mental zum Beispiel. Nee, mental nicht. Also mich belastet eher das Ziel, den Klassenerhalt zu halten. Das ist für mich das wichtige Ziel und alles andere kommt danach. Drei Punkte. Auch nochmal drei Punkte. Ja. Vier Punkte wäre auch gut. Thank you.
Ja. Erstmal die nächsten zwei Spiele. Ich bin mir nicht sicher, ob alle das mitbekommen haben in der Kabine, aber ich habe es mitbekommen von einem Kollegen, der in der Kurve steht. Ja, ist cool. Also wie gesagt, so eine Kurve zu haben, zu wissen, dass die Fans nochmal für uns alles geben wollen im letzten Heimspiel. Ja, ich bin mir sicher, das wird brutal, wird uns Energie geben, Kraft geben und ja, wird ein spannendes Spiel. Es gibt viele andere Meisterschaft auch stressig, Qualifikation für Champions League auch stressig. Ja, Stress ist da, aber es ist halt Profisport, ne? Also wir werden dafür bezahlt und ist normal im Alltag. Ja, natürlich ist es ärgerlich, weil davor hatten wir eigentlich eine gute Differenz gehabt. Jetzt müssen wir auch ein bisschen Glück haben von den anderen auch. Und dann mal sehen, was passiert. Ja, wie jedes andere Spiel. Guter Stürmer, sehr talentiert, habe schon mal gegen ihn in Frankreich gespielt, bei Nantes. Ja, wird sehr spannend, wird guter Kampf werden und ja, man will sich immer mit den Besten messen und auf so einer Ebene mit dem spannenden Spiel natürlich überragend.